Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Safe. So, in der letzten Folge haben wir uns erstmal den Weg zu dieser Pfandlei hier halt sind wir hingelaufen, aber es war nicht ganz so einfach. Und ja, wir sind jetzt hier hoffentlich im Keller gerade. Und ja, wir durchsuchen hier erstmal so verschiedene Dinge, ist so irgendwas Besonderes. Aha. Nicht mit mir, mein Guter. Gut, dass ich das gesehen habe, weil hätte ich den nämlich aufgemacht, hätte es Alarm geschlagen. Die muss ich irgendwie anders entschärfen. So. Das heißt, die Damen lieben Männer in Uniform. Das ist zum Glück Schwachsinn. Gut. Ich will kein Licht. So, dann gehen wir mal hier lang. So. Pfandleiher, Diebe und Grabräuber. Verdammte Aasgeier. Allesamt. Trotzdem ist's Arbeit. Ob Aasgeier oder Mistkerl. Du sagst es. Gut. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Hey, was ist da drüben los? Hey, hat sich da drüben was bewegt? In den Schatten ist jemand! Mhm. Da hast du recht! Mach dich bereit! Ich finde dich! Da drüben habe ich noch nicht nachgesehen, glaube ich. Hm? Dieb! Stopp! Dieb! Oh Gott, sie sind echt nur zum Feiern. Ich muss die mal jetzt ganz kurz, damit ich zum automatischen Speicherpunkt gelange komme. Wo habe ich denn jetzt mal gespeichert? Scheiße, wo habe ich jetzt mal gespeichert? Stehen. Oh mein Gott, wo bin ich? Ach hier, okay, okay. Gut. Ich habe jetzt gedacht, ich bin sonst wo, aber okay. Es ging da wegen doch noch. Ich habe diesen geilen Move gesehen. Ich finde dich, Mistkerl. Komm, komm, komm. Mit deinem Kopf komm, kann ich meine komm mal. Familie ernähren. Komm, komm, gut, gut, gut. Halt die Augen. Ein Schaden, der sich bewegt, könnte Ärger bekommen. Ja, sonst war ein Bäppchen, der da so dumm stehen. Ich finde niemanden. Komm, 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 komm. Ich bin bereit für dich. Hm. Ein Bäppchen, der da so blöd stehen. So. Ja, du kannst tun, was du willst. Nur Schnubber. Denn ich mach jetzt hier runter. So, dann nehme ich mir das. Dann. Nee, die Vase war eins weiter. Was kommt als nächstes? Die Vase war hier. Oh, und stimmt, Mond war hier auch. So, und zwar ist das hier erstmal alles. Achso, nee. Hier war noch ein Schrank. Ich glaube, hier war noch das drin, ne? Meine Heilung muss ich mal ein bisschen jetzt vorsichtiger umgehen. Ich habe ziemlich Angst, dass, ja, das nicht reicht.
So, gespeichert haben wir aber erstmal. So. Pfandleiher, Diebe und Grabräuber. Verdammte Aasgeier. Allesamt. Ja, schön, was ihr da so labert. Nur das wichtige Aufnahmezeit, den Moves. Du sagst es. Sobald er raus ist, machen wir den Lichtschalter aus. Was kann das gewesen sein? Komm raus aus den Schatten, ja? Ich habe Besseres. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Mist. Okay, habe ich jetzt gedacht, würde ich besser. Vermisst du was von der alten Arbeit? Warme Mahlzeit? Die Hammer. Die Marke? Die Stiefel. Ein Mann braucht einfach gute Stiefel. Ja, Leder ist in der Altstadt schwer zu kriegen. Der Pöbel kocht und isst es. Komm, geh weg. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Ich hätte die Stadt es wäre wollen, als dunkel. Ich die Chance dazu hatte. Hier liegt jemand. So, ja, was habe ich heute so gemacht? Also, ja, ich habe die Schiff aufgenommen, habe gerade eine Wache umgeschmiedet und geschossen. Also, ach, nichts Besonderes, also. Ich hätte gedacht, der kommt jetzt hier runter, aber naja, okay, anhalten. Alter, hat ja ein großes Haus. Weißt du, wie viele noch woanders rumkriechen? Nein, ich speichere mal. Und mit meinem Talent komme ich jetzt hoch. Und der Typ steht um die Ecke. Für diesen Mist bezahlen sie mir nicht genug. Tja. Den nimmt man dann bei Gelegenheit so um. Mir gefällt das nicht. Ganz und gar nicht. Wir kommen da gleich wieder zurück. So, machen wir erstmal die Karte auf. So. Diese verdammte Stadt. Ich fühle mich nicht besonders. Ich stehe einfach jetzt mal hier. Like a ghost. Hier einfach mal rum und warte, bis der Typ wieder rauskommt und wieder geht. Und dann hoffe ich, dass ich ihm eine Truhe haben kann. Jetzt hat er leider keinen Kummer mehr zum Lauern. Das ist echt traurig. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. So. Schön. Das ist, glaube ich, sehr schöne Dinge. Zum Beispiel Heilung. Oh, toll. Ich habe mein Paradies gefunden. So. Hier können wir noch aufmachen, aber hier wird bestimmt was drin sein. Okay, nein, ich hätte es nicht gedacht. So. Ich hätte eigentlich auch fast gedacht, die Wache hätte mich gesehen jetzt. Also, da war ich doch auch eine Sekunde schneller im, im Q-Taste drücken. Dann schauen wir nochmal hier, was hier drin geht.
Ich glaube, so kannst du dich etwas unbemerkt um die Typen rum. Ich bin ja ganz woanders. Ich vermute mein Tresor. Ich liebe Tücher mit vielen Schränken. Können nicht irgendwie diese Schränke sagen, so, ja, hier ist was. Weißt du, so voll markieren mit roten Punkten oder... Alter, wie viel Geldbörsen hat denn der? Zu viele. Also ich habe eine. Okay, eine einzige. Ja, also ich habe auch ein großes Butter. Nee, ich bin aber auch ein Mädchen. Ich darf ein großes haben. Generell, die Männer haben immer so mega kleines, wo ich mir immer denke, mein Gott, wie können die da alles unterkriegen? Also jetzt nicht so, dass ich immer viel Geld habe, aber... Tja, ich mag es einfach. Ochs. Pürzi Geschäftsregister. Lieferungen. Simon K. Punkt. Wow. Abgeschlossene Geschäfte. Josef T. 6 Pfeifen. Klammern schmutzig. Kellep R. Flaschen, Trinkgläser ohne Sprünge. Wie fand's? 3 Hundekäfige. In Klammern gewaschen. Naja, im Fluss kann man die wohl waschen, ne? Also. Azra U. Haushaltswerkzeuge. Komma Gemälde. Aral Nordchest. Sonderausgaben spenden an die Wache des Barons Bergfried Sanierungsfonds. Der Typ hat faustdick in den Ohren, hat verdammt viel Geld. Zumindest viel, sozusagen. Und ja, lebt wahrscheinlich mit am besten. Okay, da müssen wir mal rein. Das macht jetzt Spaß. So, aber jetzt war es das, glaube ich, auch erstmal alles hiervon. Dann stehen wir mal auf und machen aber erstmal hier rein. Oder? Nein, wir gehen erst. Wir touchen gleich erstmal das Gemälde an. Aber wir haben es erstmal geknackt. Das Gemälde, das war doch irgendwo hier in der Ecke. Nee, das war auf der anderen Seite. Ich glaube, das können wir ausschneiden. Ja. Oh mein Gott, was haben die für creepy Bilder eigentlich bei sich drin? Guter Fund. Anmut der Unsicherheit. Also man muss sagen, die Bilder sehen nicht schlecht aus, aber zumindest jede schönste Form. Also ich würde mir sowas nie ins zu meinen. Auf der Rückseite ist in kleinen, krakeligen Buchstaben eine Nachricht geschrieben. Was kann die Schönheit der Welt wachrufen? Regentropfen? Auf Blumenblättern? Und helle, sonnendurchflutete Tage? Jede. Stirbt für sich allein. Wow. Wow. Sehr poetisch. Gut, ich habe das so gesehen. Ich frage mich auch, wo dieser Typ ist. Also, ne? Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, nur, lass mal die Wache machen hier. Weil da kann ziemlich viel schief gehen. Ja, wir lassen mal die Wache machen. So, habe ich jetzt hier alles? Einmal F. What the fuck? Ich mache am besten die Tür zu. Das ist zu gut. Süß. Hä? Muss ich jetzt irgendwie diese Dinger hier entschärfen? Warte mal, ich speichere mal. Dann kann ich hier nicht wieder auf irgendwas komisches drauf. Oder wie? Warum kann ich denn zurzeit nicht mehr speichern? Jetzt habe ich gerade meinen Fokus aufgeholt. Ich habe das. Ich habe echt Schiss, wie ich jetzt drauf gehe. Haben wir dich, Mistkerl! Oh, 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 oh. Ich habe jetzt, ich war gerade total. Ja, fragt mich nicht.
Ich war jetzt verwirrt hoch 50. Ich als überlegt, hä, was ist denn jetzt? Ach stimmt, ich hätte die Treppe hochgehen müssen. Der war oben. Ich habe jetzt den kurzerhand erschossen, ich weiß. Ich bin selbst von mir gerade so, weil ich einfach jetzt den Starken wollte und... Ha! Ich bin nicht unentdeckt geblieben. Ah, Gerechtigkeit. Ja. Ich habe das Ganze nicht entschärft. Und ich weiß aber jetzt gerade nicht, wie ich rauskomme. Ja, super. Ich komme jetzt hier unten raus. Okay. Da drüben habe ich noch nicht geguckt, ja. Ist mir Schnutzpiepe. Gut, okay. Also, jetzt alles nochmal von neuem. Ganz schnell hier durchwaschen. Was gab's denn noch? Ach stimmt, hier gab's glaube ich was. Und dann machen wir gleich erstmal hoch. Das ist mir... Ja, deswegen, das hat mich nämlich verwirrt, was das war. Der hat sein Zeug echt gut eigentlich gesichert. Aber naja. Der war die da halt fast fahrlässig. Ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße. Aber ich versuche das jetzt hier schnell, so schnell wie möglich wieder zu... alles zu machen. Und ja. Mal. Noch da unten war was. Und... ja, so, das war's jetzt mal. Hier weiß ich jetzt gerade nicht mehr, doch da war's drin. So, hier, das kann ich nicht legen, gut. Da war nichts, super. Gut, die Geldbörse habe ich gefunden. Den Brief. Und auch im unteren. So. Gut, habe ich jetzt hier erstmal alles. Gut, dann können wir das auch erstmal mitnehmen. Und wir haben jetzt noch 3 Minuten. Ich weiß nicht, ein schönes Stück. Ja, wunderschön, ne? Finde ich auch. So, dann können wir hier auch erstmal speichern. Und zwar hier, jetzt, genau. Ich vermute dadurch, dass wir es schon ausgelöst hatten, ja. Ich will erstmal einen Lichtschalter finden. Oh, Speicherschrank. So. Finde ich hier keinen Lichtschalter? Ups, das war falsche Taste, sorry. Okay. Gut, ich muss jetzt da rein. Okay, schauen wir erstmal rein. Sei still. Ich bin mal ganz still. Höre dich aus dem Tresor. Die Mechaniker rufen. Kalte Metallhand. Das Ticken eines Uhrwerkherzens. Ist der wach? Man schließt sich nicht, dass er mit Kerzenschein schlafen muss. Oxford Purses Notizbuch. Geschäftsregister. Geschäftsregister habe ich auch. Das habe ich schon mit dem Südpunkt. Lieferung anonym. Vielleicht. Klammern Dieb. Kehlkopf aus Metall. Abgeschlossene Geschäfte. Checkpunkt T. 6 Schwerter. Kleine Blutflecken. Das hatte ich im Spattwisch. Kohl. R-Punkt. Klammern Aalbeißer. 9 Dockschwalben. Hübsch. Geliefert nach Peleck. Pug. Robert W. Punkt. Edelsteine. 2 Uhren von Clockwise. Gravierung entfernt. Oknock. Enoch. Obut. 5 Wachen. Uniform, in Klammern leicht blutig. Sonderausgaben, rote Kling, Schutzgebühr. Ah, okay. Aber bezahlt also auch Gebühr dafür.
dass er hier so viel Schutz bekommt. Ja, da wollte ich jetzt auch gerade aufpassen, dass ich nicht dagegen laufe. Wir schaffen es am besten gleich. So, du Kleiner. Ja, wieso macht man das heute? So versteckt man sich professionell. So, du kleiner Typ. Wenn du früh schön aufwachst, sage ich dir, Wachen sind entweder K.O. oder Tod. Sammlerstück! Die aufmerksame Dame. Ey, siehst du, guck mal, was ich lesen kann, ey. Sammlerstück, Stück. Rides Pflichten. Jawohl. Die aufmerksame Dame. Große, unschuldige Augen. Wie sie die Herren lieben, erhält man durch wenige Tropfen Tollkirsche. Schnieke. Ich finde zwar diese Anstecker nicht so dran, aber egal. Kann ich auch raus aus dem Fenster jumpen? Ich wollte mich jetzt... Ja, stimmt, ich hätte mich einfach hinhauen können. So, wir wollen doch schließlich alles verlassen, so wie es war, ne? Tschakka, ich bin so gut, ich bin so gut. Erstmal speichern gehen. So, jetzt müssen wir nochmal herausspringen hier. So, ich muss es mal bringen. Wenn ich das so cool finde. Theoretisch kannst du danach auch gleich losstürmen. Okay, in dem Kühlschrank ist nichts. Dann haben wir es gleich mal so drüber. So. Jetzt dürfen wir erstmal Schloss knacken. Ich überlege, ob ich das jetzt noch in der Folge mache. Alles, beides. Aber nein, das schaffe ich noch. Oh nein, stimmt, ich habe mein Dings nicht weiter. Ich mache es jetzt einfach noch schnell, dann habe ich es hinter mir. Wenn ich das jetzt hier noch schaffe überhaupt. So. Gut. Also hier habe ich was. Da habe ich was, da habe ich was. So. Kommt der doch wieder? Ich krieg's du nicht! Wo bist du? Fuck! Ich hab gedacht, ich hätt's ausgeschaltet. Hey! Wer hat das geöffnet? Dieb! Ich weiß, du bist hier irgendwo! Komm raus aus den Schatten! Oh, das war knapp. Das wundert mich gerade etwas. Obwohl ich das ja ausgestellt habe. Komisch. Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Weil ich habe das ja ausgestellt. Steht jetzt hier auf und ab, oder wie? So, Moment, ich muss zwar noch gucken. Wo ist denn was zu trinken? So, ich will das zu wissen. Aber hier ist es nicht mehr sicher. Was ist, wenn ich ihn jetzt öffne? Das ist also der Kehlkopf. Perry hätte ihn verkaufen sollen, als er noch konnte. Das
So, du Kleiner. Tja, leck dich nicht mit mir an. Jetzt sieht er bestimmt, dass das offen ist und rast aus. Nein? Oh, jetzt sieht's gar nicht, dass sein Tresor offen ist. Dummheit, würde ich sagen. Aber okay, jetzt sagen wir, speichern jetzt hier ganz schnell und sehen uns in einer neuen Folge von Sings. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss.